Nahkampf. Schlachtenbild der Vergangenheit. Mann gegen Mann mit der blanken Waffe. So wurde um die Entscheidung im Gefecht gerungen. Auch dann noch, als es bereits Handfeuerwaffen und Artillerie gab. Und heute machen die Vollmotorisierung, die Vernichtungskraft moderner Feuermittel und nuklearer Waffen den Nahkampf nicht überflüssig? Der Minister für nationale Verteidigung sagte hierzu: Aber wie die Technik erst ihre entscheidende Bedeutung durch den Menschen erlangt, der sie meistert, ist auch kein Sieg heute noch ohne Kampf Mensch gegen Mensch möglich. Man muss von der eingebürgerten Vorstellung abgehen, dass das Gefecht ausschließlich vom SBW ausgeführt wird. Man muss der für den Soldaten schwierigen und angespannteren Variante des Kampfes zu Fuß mehr Aufmerksamkeit schenken. Solche Gefechtssituationen wird es in einem zukünftigen Krieg durchaus geben. Da gibt es kein Ausweichen. Da geht es um Leben und Tod. Unsere Gegner werden auf diesen Kampf gedrillt. Und entsprechend ihrer Theorie der Eskalation, des verdeckten Krieges, praktizieren sie ihn. Brutal und verbrecherisch. Das Einschleusen bewaffneter Banden bis zu ganzen Truppenteilen in das Hinterland sind Bestandteile der Kriegführung des Gegners. In einem zukünftigen Krieg den Sieg zu erlangen, heißt auch die Formen und Methoden des Kampfes im Rücken der Front und im Hinterland zu beherrschen. Sonst sieht das Ergebnis so aus. Die Feuerkraft dieser Raketenabschussrampe ist ausgefallen, weil sich ein Posten überraschen ließ. Um jeder Situation im Nahkampf gewachsen zu sein, muss man seine Regeln in Angriff und Verteidigung beherrschen. Militärische Körperertüchtigung. Grundschule zur Erhöhung der physischen Leistungsfähigkeit des Soldaten. Das Kreistraining hilft Eigenschaften wie Kraft, Gewandtheit, Ausdauer, Mut und Reaktionsvermögen schnell herauszubilden. Leider hat mancher der Genossen vor der Armeedienstzeit ein sportliches Training verabsäumt. Das muss jetzt nachgeholt werden. Im Dienst und im Freizeitsport. Jede Sportart bildet physische und psychische Eigenschaften heraus. Dennoch sind zwei von ihnen, Boxen und Judo, für den Soldaten besonders wichtig. Sie helfen, Reaktionsvermögen und Mut für den Nahkampf zu entwickeln.
Seine Ausbildung verteilt sich dem Ausbildungsplan entsprechend auf die 18-monatige Dienstzeit der Soldaten. Im ersten Diensthalbjahr werden die Grundlagen des Boxens und Judo erlernt. Im zweiten Diensthalbjahr militärische Nahkampfhandlungen mit und ohne Waffen. Und im dritten Diensthalbjahr gilt es, erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten unter schwierigen Bedingungen bis zur Perfektion zu trainieren. Wir beginnen mit der Ausbildung des ersten Diensthalbjahres, dem Boxen. Bei der Grundstellung stehen die Füße in Schulterbreite auseinander. Die Fußspitzen zeigen zum Gegner. Das Körpergewicht ist gleichmäßig auf beide Beine verteilt. Boxen heißt angreifen und sich verteidigen. Die Maid-Bewegung als Element der Verteidigung gilt es besonders für den Nahkampf zu beherrschen. Haken sind harte Schläge. Darum beim Training nicht mit voller Kraft schlagen. Hier werden Abwehrkombinationen trainiert. Die linke täuscht, um den rechten Haken ins Ziel zu bringen. Mut und Stärke, Reaktionsvermögen und schnelles Erkennen der Blößen des Gegners sind Eigenschaften, die das Boxen herausbildet. Judo beginnt mit Fallübungen. Sie schaffen Beweglichkeit und verhindern Verletzungen. Bei der Fallübung vorwärts zeigen beide Hände nach einer Seite. Das Knie wird an die Brust gedrückt und der Rücken gekrümmt. Der gestreckte Arm schlägt auf die Matte und fängt die Wucht des Falles auf. Bei der Fallübung rückwärts fangen beide Arme die Wucht des Falles ab. Die Fallübung seitwärts ist die härteste und schwierigste aller Fallübungen. Deshalb sind Vorübungen notwendig. Der Übungspartner vermindert durch Hilfeleistung die Wucht des Falles. Entscheidend ist, dass die gesamte Körperseite gleichzeitig auftrifft. Werden Fallübungen beherrscht, braucht keiner, selbst bei einem Fall auf fester Straße, Verletzungen zu befürchten. Das Kernstück der Judo-Ausbildung sind die Würfe. Überraschend angesetzt sollen sie zur Überwältigung des Gegners führen. Dabei ist das Gleichgewicht zu brechen.
Mit dem Beinhakelwurf wirft man den Gegner seitwärts nach hinten. Wird die Technik der Würfe beherrscht, geht das Training im Freien und unter harten Bedingungen weiter. Boxen und Judo erweisen sich damit als die Sportarten, durch welche die besten Grundlagen für den Nahkampf geschaffen werden. Die Nahkampfausbildung im zweiten Diensthalbjahr beginnt mit der klassischen Waffe des Nahkampfes, dem Bajonett. Das sind die verwundbarsten Stellen des menschlichen Körpers. Ziel des Bajonettkampfes ist nicht nur die Abwehr des Gegners, sondern vor allem seine Vernichtung. Dazu müssen die Kombinationen von Abwehr und Angriff beherrscht werden. Im schnellen Reagieren und kluger Kampfesführung bewähren sich bereits die durch Boxen und Judo erworbenen Eigenschaften. Um aber unter den verschiedensten Gefechtsbedingungen bestehen zu können, müssen die Nahkampfübungen automatisiert zu Fertigkeiten entwickelt werden. Besondere Kaltblütigkeit erfordert die Abwehr von Bedrohungen mit Pistole. Auch hier kommt es in erster Linie neben der Abwehr auf den anschließenden Angriff zur Vernichtung des Gegners an. Es gibt Gefechtssituationen, in denen man lautlos handeln muss. Hier wird das Messer zur entscheidenden Waffe. So ist das Messer zu halten und der Stich von oben zu führen. Der Stich von unten bedingt diesen Griff. Der erste Stich muss treffen. Überraschend und treffsicher zu stechen, muss so lange geübt werden, bis es in jeder Situation beherrscht wird. Wer die Kombinationen im Training beherrscht, steht auch im Gefecht seinen Mann.
Eine wirksame Nahkampfwaffe ist auch der Spaten. Selbst einem Bajonettangriff kann man mit ihm begegnen. Was ist zu tun, um in den Besitz der Waffe des Gegners zu gelangen, wenn man selbst unbewaffnet ist? Dennoch gibt es für die verschiedensten Situationen keine Regel. Immer wieder wird es neue Varianten geben. Hier gilt es unter allen Umständen, einen Gefangenen lebend in die eigene Linie einzubringen. Größte Umsicht und Lautlosigkeit sind Voraussetzung für das Gelingen. Gegenwehr ist sofort zu unterbinden. Erst gefesselt ist der Gegner unschädlich. Im dritten Ausbildungshalbjahr nunmehr werden erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten vertieft und in der Praxis zu Fertigkeiten entwickelt. Wenn alle Handlungen des Soldaten in den schwierigsten Situationen automatisch ablaufen, vermag er sich gänzlich auf das Gefechtsgeschehen zu konzentrieren und seine Aufgaben zu erfüllen. Die Beherrschung der Elemente der Kampfausbildung
und ihre zweck- und zielgerichtete Anwendung helfen den Soldaten der Nationalen Volksarmee, jeden Gegner zu besiegen.